Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier vom Bodensee in Transportiver 2. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr seht hier unsere Werkzeug-LKWs, haben ordentlich zu tun. Unser Zug ist das erste Mal hier unten angekommen und hat ordentlich Werkzeug mitgebracht. Also das läuft auf jeden Fall. Ich hatte auch noch den Tipp, ich hätte ja an die Holzwaggons. Wo sind sie? Hier ist der Werkzeugzug. Besser gesagt an die Bretterwaggons. Hier ist er, glaube ich. Nee, wo haben wir denn einen? Hier. Ist natürlich gerade im Tunnel. Da hätte ich natürlich einfach drei Rungenwagen wegnehmen können und dann Schiebewandwagen dranhängen können. Aber ja, wir versuchen das jetzt erstmal so. Ich glaube nämlich, wenn hier oben produziert wird, Werkzeug, dass hier auch relativ schnell, ja, ihr seht es hier, da würden wir mit drei Schiebewandwaggons natürlich nicht weit kommen. Und dann hatte ich noch einen Kommentar. Ich wäre zu ungeduldig, was hier die Produktion angeht. Ja, das mag stimmen, aber wenn hier natürlich steht 10 versendet und hier nichts liegt, dann werde ich schon ungeduldig, weil ich mir denke, wo sind denn die 10 versendeten Werkzeuge hin? Das ist ein bisschen komisch. Aber okay. Ja, wir haben ein paar Neuzugänge. Wir sind jetzt schon im Jahr 1952, richtig? Genau, ich sehe das immer schlecht, weil hier unten, das seht ihr nicht, aber bei mir wird hier eingeblendet, dass die Aufnahme im Laufen ist. Deswegen sehe ich das Datum nie genau. Wir sind 1952 und es sind ein paar Neuzugänge dazu gekommen. Das ist hier einmal, na, wo haben wir es? Der Blaublitz der ÖBB. Das ist dazugekommen. Das ist der Steuerwagen und die ja, dazu passenden Wagen. Aber Lokomotive haben wir natürlich noch keine, die dazu passt. Hier ist nichts weiter dazugekommen, aber dann haben wir hier unter Diesel haben wir auch noch, ja, hier ist auch noch mal der blaue Blitz. Na, wo war es denn? Hier, genau, die Doppelstockwagen der Deutschen Reichsbahn. Das ist natürlich auch ziemlich genial, fehlt uns aber auch noch eine Lok. Aber da könnten wir natürlich auch hier einfach eine, genau, hier eine 52er vorhängen, wenn wir denn wollen würden. Ja, dann hatte ich vom guten Thomas BVJ noch die Idee, ich könnte doch von hier oben Vaduz einmal hier runterfahren und dann hier einfädeln in die Güterstrecke, hier durchfahren. Und dann sind wir hier auf der Strecke, die nach Konstanz führt. Und da könnte man eine Expressverbindung machen. Ja, finde ich auch gar nicht so verkehrt, die Idee. Werden wir auch noch machen. Aber heute möchte ich was ganz anderes mit euch machen. Ich möchte nämlich das erste Schiff auf die Reise schicken. Und das werden wir heute mal in Angriff nehmen. Da bauen wir uns hier einen Hafen hin. So rum. Der passt auch wunderbar hier hin. Machen wir gleich zwei Terminals und das Ganze auch gleich groß. Wir gehen denn mal am besten hin. Hätte ich natürlich am besten hier hin. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Ne? Wenn wir den hier hinbauen. Den Hafen hier vor die Brücke quasi. Weiß ich aber nicht, wie die Schiffe dann hier vor der Brücke. Ist vielleicht doch ein bisschen doof. Ne? Wenn wir den hier hinsetzen. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Verbindung zur Straße und das sieht natürlich mega bekloppt aus. Deswegen nehmen wir den wieder weg. Kann man den, nee, den kann man natürlich nicht erhöhen. Das ist natürlich reichlich bekloppt. Dann würde ich den doch hier hinbauen. So. Und dann noch eine kleine Straße darunter ziehen. Weil so sieht das ja dann doch eher bescheiden aus. So, die dann hier rein und die dann hier mit in die Kreuzung rein. Ja, ist jetzt auch nicht unglaublich schön, aber wenn wir uns das hier ein bisschen angleichen, dann passt das schon. Ja, das ist okay. Und dann will ich einmal ganz hier rüber nach Friedrichshafen. Die
die Idee kam auch auf, einfach einen Zug von hier, Friedrichshafen, einmal hier rüber in Bregenz halten zu lassen und dann einfach nonstop durch nach Konstanz. Ja, müsste ich die Strecke erweitern, weil wenn der natürlich durchfährt, dann werden die anderen Züge, die hier auf der Strecke sind, die natürlich ja, aufhalten. Das ist dann auch, ja, müssen wir mal gucken, müssen wir uns mal Gedanken drüber machen in den nächsten Folgen. Aber heute soll es erstmal um Schiffe gehen. Da wir ja hier am Bodensee sind, möchte ich hier natürlich auch erstmal ein paar Schiffe auf die Reise schicken. Bauen wir uns den Hafen hier hin. Ich denke, das passt soweit. Das Ganze auch angleichen. Und dann würde ich sagen, ja, bauen wir hier einfach die Straße hier so runter. Haben wir schon ordentlich was im Einzugsbereich. Ja, und die Haltestellen hier, die liegen auch im Einzugsbereich. Das passt also, was die Straßenbahn angeht. Und dann können wir schon die ersten Schiffe auf die Reise schicken. Das müssen wir so rumbauen, genau. Bauen wir direkt hier neben. So, und was haben wir denn hier Schönes im Angebot? Erstmal machen wir die Linie. Einmal von Friedrichshafen rüber nach Konstanz. So, schön. Die erste Schifflinie. Benennen wir uns auch gleich Schiff Konstanz Friedrichshafen. So, und dann schauen wir mal, was wir hier Schönes so an Schiffen haben. Passagier. Da kam nämlich hier das Stadtschiff, das Stadt Köln Flussschiff, kam nämlich jetzt auch raus. Ja, verfügbar ab 1952. Gibt es in der Mod-Werkstatt und das finde ich schon sehr, sehr schick. Passagiere. Natürlich eine viel höhere Kapazität, kostet aber auch viel mehr. Dann nehmen wir das Schiffchen. Und da kommt es schon raus. Ein sehr, sehr schönes Modell, hatte ich ja damals auch vorgestellt per Mod-Vorstellung. Schön. Dann werden wir einfach zwei, drei fahren lassen. Und ich denke, dass das auch gut angenommen werden wird. Hoffe ich zumindest. Schauen wir mal hier drüben. Oh, hier ist auch noch niemand. Haben wir hier eine Haltestelle in Reichweite? Ja, hier, ne? Genau, die ist auch in Reichweite. Und das wird dann auch anlaufen. Da bin ich fest von überzeugt. Hier dann erstmal zwei, drei Schiffe unterwegs sind. Im Moment haben wir ja dann wahrscheinlich einen Takt des Todes. Ja, einen Takt von 43 Minuten, da will natürlich niemand mitfahren. Das ist ja ganz normal. Ist natürlich ziemlich langsam, ne? Mit 19 km/h. Das ist das Problem. Aber ist halt trotzdem schön. Neue Busse. Oh, die V200. Jetzt haben wir auch hier die Schiebewandwaggons. Die habe ich installiert. Und die V200. Das ist natürlich sehr schön. Sehr genial. Schön. Kommt dann auch noch zum Einsatz. So, der Takt hat sich jetzt erhöht auf 22 Minuten. Und auch hier die Tram, ja, macht sich nicht so gut. 200 Millionen. Es kommt keiner, ne? Es kommt einfach keiner hier rein. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich auch einfach zu ungeduldig.
die neuen Busse, die werde ich dann natürlich auch mal ausprobieren. Die sind halt einfach wirklich nicht gerade die schnellsten, ne? Das ist natürlich ganz klar. Ja, die sind zu langsam. Die sind zwar schön, aber die sind einfach zu langsam. Da würde ich dann doch lieber ein Schiffchen nehmen, was so ein bisschen schneller ist. 32, 28. Die Schaffhausen. Nehmen wir die. Ja, definitiv ein bisschen schneller. Erhöht sich dann auch gleich der Takt auf 13 Minuten. Das ist dann natürlich schon definitiv ein Ticken schneller. Warten wir noch kurz. Und da ja, da kommen dann auch die ersten. Da wird das dann auch eher angenommen. So, dann kaufen wir noch eins. Und schicken es auch auf die Reise. Ganz kurz warten, damit wir einen schönen Takt hier haben. Und auf geht's. 9 Minuten. Ja, das ist, denke ich, okay. Was sagt hier drüben der Hafen? Da steht noch keiner. Aber mal gucken, wie das Ganze anlaufen wird. Ja, schauen wir mal ganz kurz nach den neuen Bussen. Die könnte man natürlich am ehesten hier hinten vertragen. Die alle mal nehmen und ersetzen. Und dann haben wir ja hier mit Anhänger sogar, der Alpenwagen mit Hänger. Er schafft 72, das ist natürlich schon super. Mit Hänger. Mit Posthänger auch nicht schlecht. Natürlich eine viel geringere Emission. Aber mit Hänger, weiß nicht. Ersetzen wir die hier erstmal. Wie gesagt, die Kapazität zwar so ein bisschen geringer. Ist, glaube ich, von Siemens die Mod. Aber kann dann natürlich hier zwischen den Örtchen viel mehr Gas geben und die Städte schneller bedienen. Können wir dann auf der Gegenlinie auch gleich machen. Die fahren nämlich nur 48. Auch nur eine Kapazität von 7. Da nehmen wir dann auch die. Ein schöner Sound hier. Das gefällt mir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier steht immer noch keiner. Möchte keiner nach Friedrichshafen. Scheint es mir. Hier ist keiner im Bahnhof, oder das? Ist ja krass. Hier steht mal keiner im Bahnhof drin. Das glaube ich ja gar nicht. Alle abgeholt. Hier in Konstanz. Die Flugzeuge machen sich auch gut. Das läuft auch soweit. Müssen wir auch mal gucken, dass wir hier mehr abtransportieren. Bauen wir da St. Gallen 2. Das ist St. Gallen 1. Was haben wir da für Fahrzeuge? Da haben wir immer nur noch die Planen hier. Die brauchen wir nicht. Aber doch, die ersetzen wir auch mal. Die sind nämlich sehr schlecht. Dann klonen wir hier nochmal. 3 Stück und machen dann gleich mal hier den Unterhalt auf hoch. Das machen wir bei denen hier auch.
wird das hier auch ein bisschen weiter abtransportiert. Na, du bist doch voll, fahr los. So, was sagen die Schiffe? Hat er jemanden eingeladen? Nö. Einer hat sich tatsächlich hier verirrt. Wo steht er denn? Da steht er. Der gute Stefan steht hier am Hafen und wartet, dass das Schiff kommt. Ich hätte echt gedacht, dass das schneller anläuft. Was auch cool hier, kann man einfach in die Fische einsteigen. Kann hier so ein bisschen mitschwimmen. Vielleicht sollte ich so eine Rundlinie machen, ne? Die von hier fährt die hier nach Immenstadt, dann fährt die nach Friedrichshafen, dann hält sie meinetwegen hier in Wasserburg, dann fahren wir rüber nach Bregenz. Und dann hier einmal rum, halten hier in Altenrhein ein, Abern, Romanshorn und wieder zurück. Aber im Moment scheint mir das so, dass das nicht so rentabel ist. Wahrscheinlich ist der Zug schneller und deswegen fahren die mit dem Zug. Was ich mir gar nicht vorstellen kann, dass der Zug hier schneller vorankommt. Übrigens, ein weiterer Kommentar war, ich sollte doch Wendeschleifen bauen an den Kopfbahnhöfen. Ja, das ist natürlich hier ein bisschen schwierig. In Vaduz genauso. Und hier drüben in Friedrichshafen ist der Kopfbahnhof. Also die Züge wenden hier nur, weil die Strecke noch nicht weitergebaut ist. Das, ja, ich denke mal, dass wir in der nächsten Folge dann die Strecke weiterbauen. Definitiv. Was ich aber auf jeden Fall mal machen könnte, ich könnte jetzt diese E-Züge hier, die hier fahren, die hier, könnte ich ja eventuell mal durch die V200 ersetzen, oder was meint ihr? Die fahren A schneller. Ja. Ersetze gewähltes Fahrzeug, genau. Man da nicht 8 auf einmal ins Fenster nehmen. Okay. Hä? Ist doch hier ändern, genau. Ändern war das. Joa, die hat 1618 Kilowatt und 234 Kilonewton. Zugkraft ist natürlich höher, die Höchstgeschwindigkeit ist höher. Und dann den blauen Blitz hinten dran. Ja. Die schaffen ja eh nur 120, die schaffen nur 100. Ja, das lohnt sich einfach noch nicht. Die V200 einzusetzen ist einfach noch nicht lohnenswert. Leider, weil wir noch keine Wagen haben. Ach du liebe Güte, guck da. Absolute Wahnsinn. Ist schon ordentlich was los. Keine Frage. Und die Straßenbahn, die übrigens kaum benutzt wird hier. Weiß nicht, wenn ich Busse benutze, wenn wir mal nach hier drüben springen. Da wo ich Busse habe, zum Beispiel hier, die sind schon eher voll, ne? Als die Straßenbahn. Ganz verstehen tue ich das nicht, aber muss ich vielleicht auch gar nicht. Weil überall da, wo wir Straßenbahn haben, oh, guck mal hier, er ist voll. Der ist einfach voll.
überall da, wo wir Straßenbahnen haben, lohnt sich das einfach nicht. Es rentiert sich einfach nicht. Jetzt schauen wir mal, was so ein voller Zug hier an Geld einbringt. Einmal im Eilzugtempo unterwegs. Ja, auch alles zum Bersten voll. Und alle nach Bregenz runter. So, jetzt biegen wir hier ab. Und machen uns die Taschen voll. Na, 5 Millionen, 6 Millionen. Bin gespannt. 7,3 Millionen. Ja, mir fällt übrigens gerade noch was auf. Erweitert. Zahlenformat Geld lang. Mhm. Konnte man nicht irgendwo einstellen, welche Währung man hat? Was ist denn Zahlenformat lang? Ach so, das ist wahrscheinlich hier unten. Genau. Nö, da hätte ich aber lieber doch das Ganze lang. Aber wir konnten doch auch. Oh, hier kann man auch PS einstellen. Oh, PS. Man konnte doch auch die Währung einstellen, oder irre ich mich da? Hier machen wir jetzt aber Folgendes. Hier möchte ich Folgendes. Hier möchte ich jetzt die V200. Und da nehmen wir dann auch die Wagen hier. Die schaffen 100. Ja, die schaffen 120. Ja. Die sind aber schöner. Hm. Müssen wir doch noch mal die nehmen. Und ändern. Ach, schön. So langsam kommen wir in den Bereich, wo das schöne Rollmaterial anfängt. Da haben wir dann die Baureihen 110, 103, 151, 140, 150. Ach, das wird schön. Schauen wir nochmal bei den Schiffen vorbei und dann würde ich sagen, machen wir für die Folge erstmal einen kleinen Cut. Haben heute nicht so viel geschafft wie sonst, aber... Oh, hier stehen jetzt 6. Okay. Einfach mal so eine kleine Zwischendurchfolge. Da ist auch einer eingestiegen, hier 2. Also ein paar Leute fahren dann doch mit dem Schiff. Kurz bei den Fahrzeugen vorbeigucken. Zustand sehr schlecht. Okay, die Tram ist sehr schlecht. Erhöhen wir mal den Unterhalt so ein bisschen. Vergesse ich nämlich immer wieder. Und der Rest ist ja dann die Holz-LKWs hier noch. Auch noch auf hoch. Und dann passt das Ganze. Boah, 8 Stück sind hier jetzt schon eingestiegen. So langsam läuft das Ganze an. Langsam aber sicher. Was kriegen wir denn für einen Passagier an Geld? Das gucken wir noch und dann machen wir einen Cut. Schon langsam, ne? Weiß gar nicht, ob sich das wirklich rentieren wird. So leid es mir tut, aber... Mal gucken. Vielleicht müssen wir auch einfach 10 Schiffe auf die Linie schicken, dass die dann sagen, jo, das ist vollkommen okay. Also viel Unterhalt kosten die auch nicht, ne? Wir haben jetzt 170.000.
sind bei Minus. Dabei ist das Schiff ja jetzt schon Ewigkeiten auf der Linie unterwegs. Schauen wir mal, was ein Passagier bringt. Okay, das heißt, ein volles Schiff bringt noch nicht mal 500.000. Ja, aber wie gesagt, dafür ist der Unterhalt ja auch nicht so hoch. Ja, wird schon anlaufen, denke ich. Okay, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ja, in der nächsten Folge dann wieder Gleisbau. Definitiv Streckennetz erweitern und Geld verdienen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.